Während alle Welt über das Spionageprogramm PRISM des US-amerikanischen Geheimdienstes NSA spricht, wird manchmal vergessen, dass nicht nur der BND ebenfalls eine strategische Fernmeldeaufklärung unterhält, sondern wir auch innerhalb Deutschlands durch neue Gesetzesbeschlüsse gerade dabei sind, die massenhafte Überwachung unserer Kommunikation erheblich zu vereinfachen. Am 1. Juli wird das Gesetz zur Telekommunikationsbestandsdatenabfrage in Kraft treten. Schon bei Ordnungswidrigkeiten werden die Verfolgungsbehörden Zugriff auf allerlei Daten von Telekommunikationsanbietern bekommen können. Die Anbieter müssen eine automatische Schnittstelle anbieten. Hier sollen unter anderem IPs, aber auch PINs und Passwörter gespeichert und automatisch abgefragt werden können. In manchen Bundesländern sollen auch Dienste wie Twitter so überwacht werden. Eine Verfassungsklage gegen das Gesetz wurde schon angekündigt. Einer der Kläger wird Patrick Breyer, Landtagsabgeordneter der schleswig-holsteinischen Piratenpartei, sein. Ihn fragte Radio Dreigland erst einmal nach seinen Hauptkritikpunkten am Gesetz. Man muss ein bisschen unterscheiden zwischen politischer Kritik und Verfassungskritik. Politisch ist sicherlich das ein Dammbruch insofern, als erstmals eine elektronische Schnittstelle zur Abfrage von Daten, zum Beispiel welche Internetnutzer hinter einer IP-Adresse stehen, möglich ist. Und diese elektronische Schnittstelle macht es möglich, eben massenhaft Abfragen zu machen. Zum Beispiel, wer hat sich für eine bestimmte Internetseite interessiert? Das sind ja leicht mehrere Tausende von Menschen am Tag, die so eine Seite aufrufen oder die bestimmte Suchworte eingeben. Und durch eine elektronische Schnittstelle wird eben eine massenhafte Datenanalyse und Auswertung möglich. Verfassungsrechtlich sind sicherlich andere Punkte hauptsächlich zu kritisieren. Zum Beispiel, dass schon allein der Verdacht einer Ordnungswidrigkeit genügen soll, um unsere Bestandsdaten abzufragen. Aber auch, dass sogar Passwörter zu E-Mail-Konten und auch Online-Speicherdiensten, wo wir zum Beispiel Fotos oder ähnliche Sachen ablegen, dass die unter völlig unklaren Voraussetzungen preisgegeben werden sollen. Das Gesetz regelt gar nicht, welche Voraussetzungen dafür vorliegen müssen. Jetzt wird oft gesagt, bei der Herausgabe von eben angesprochenen PINs und Passwörtern soll noch der Richtervorbehalt davor stehen. Reicht dieser Schutz nicht aus? Das Gesetz zur Bestandsdatenauskunft sieht nur für Passwörter und auch nur in ganz wenigen Fällen einen Richtervorbehalt vor. Das heißt nicht zum Beispiel für die Abfrage von IP-Adressen von Internetnutzern, nicht im Bereich des Verfassungsschutzes. Da läuft es ohne Richtervorbehalt. Und auch dann nicht, wenn man Kenntnis von der Abfrage hat oder haben muss, heißt es in dem Gesetz. Also ganz weite Ausnahmen von dieser richterlichen Entscheidung. Und im Übrigen kommt dazu, der Richter kann ja nur prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Abfrage gegeben sind. Und wenn im Gesetz eben reicht der Verdacht einer Ordnungswidrigkeit, dann muss der Richter das genehmigen. Das heißt, Richtervorbehalt kann nie ersetzen, dass man gesetzlich hohe Anforderungen an die Herausgabe unserer Internetdaten setzt. Und das wäre für mich, es muss der Verdacht einer schweren Straftat wirklich auch vorliegen. Keine Datenherausgabe an Geheimdienste und auch keine Herausgabe von Passwörtern und Zugangssicherungscodes. Die sind viel zu sensibel und was damit gemacht wird, ist nicht kontrollierbar. Ab 1. Juli tritt das Gesetz, wie gesagt, in Kraft. Werden die Ordnungsbehörden dann tatsächlich öfter als bisher auch zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten auf Bestandsdaten zurückgreifen? Ich denke mal, Ordnungswidrigkeiten, dafür wird man nicht so oft Bestandsdaten abfragen müssen, denn wenn Sie einen Packzettel verhängen wollen, können Sie es auch ohne Daten machen. Aber ich glaube, in dem Bereich von Bagatelldelikten, gerade auch im Internet, zum Beispiel File-Sharing oder jemand hat jemanden beleidigt, vermeintlich im Netz, solche Bagatellstraftaten, da wird es, glaube ich, deutlich häufiger zu Abfragen kommen, weil es das Gesetz eben so viel erleichtert, gerade über diese automatische Schnittstelle, die es bisher nicht gibt, rechne ich mit weit ansteigenden Zahlen. Schon heute werden 10.000-fach solche Daten abgefragt. Kommen wir zur Verfassungsklage. Wie sehen Sie die Erfolgschancen der Klage? Leider hoch. Es ist ja so, dass ich schon im Jahr 2005 zusammen mit meinem Bruder gegen das damalige rot-grüne Bundesgesetz zur Bestandsdatenauskunft vor das Verfassungsgericht ziehen musste, weil das ja in Teilbereichen noch viel niedrigere Hürden vorsah, was die Herausgabe von Passwörtern angeht oder die Identifizierung von Internetnutzern. Das sollte ursprünglich in noch viel weiterem Umfang zugelassen werden. Und leider, nachdem das Bundesverfassungsgericht Anfang des letzten Jahres gesagt hat, so geht es nicht, leider
hat man nicht mehr die Anforderungen, die verfassungsrechtlichen Mindestanforderungen zum Schutz unserer Privatsphäre wirklich ordentlich umgesetzt. Zum Beispiel ist klar verfassungswidrig, dass der Verdacht einer jeden Ordnungswidrigkeit reichen soll, völlig unverhältnismäßig. Aber es ist auch verfassungswidrig, dass im Gesetz gar nicht drinsteht, unter welchen Voraussetzungen die Behörden an unsere Passwörter ran sollen. Das müsste ganz klar und eng und präzise geregelt sein. Und deswegen werden wir auch Verfassungsbeschwerde dagegen einlegen. Bleibt das Bundesverfassungsgericht wieder einmal der letzte Strohhalm, um dem Datenschutz Gehör zu verschaffen? Leider ja. Wir haben ja in den letzten Jahren eine reine Lawine an Überwachungsgesetzen erleben müssen, insbesondere seit dem 11. September 2001 und dem Otto-Katalog ging das los. Immer mehr Überwachungsgesetze wurden durchgepeitscht, Kontendaten, Mautdaten, Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchung, Internetsperren und was nicht alles. Und immer wieder hat das Verfassungsgericht gesagt, so geht es nicht. Und das ist wirklich traurig, dass die Politik uns maximal möglich kontrollieren und überwachen will und sogar oft noch darüber hinausgeht. Ich glaube nicht, dass man so Sicherheit herstellen kann. Ich glaube, dass wir in einem Überwachungsstaat wirklich unsicherer leben, weil wir nämlich dann uns vor dem Staat fürchten müssen. Denn da passieren sehr viele Fehler und Irrtümer, teilweise sogar auch Missbrauchsfälle. Und da kommen natürlich auch Unschuldige ins Visier dadurch. Sie haben jetzt schon einige Gesetze angesprochen, einige ältere Gesetze. Wie würden Sie in diesem Kontext das jetzige Gesetz zur Telekommunikationsbestandsdatenabfrage sehen? Also wie würden Sie das in der allgemeinen Debatte um Freiheitsrechte und Überwachung, die Qualität dieses neuen Gesetzes jetzt bewerten? Ich glaube, eine neue Qualität hat sicherlich die besagte automatisierte Datenzugriffsschnittstelle, denn sie macht es möglich, nicht mehr gezielt nur gegen Einzelpersonen, die im Verdacht stehen, zu ermitteln, sondern quasi so eine Art Rasterfahndung zu machen. Wir gucken uns erstmal alle an, die irgendwas im Internet nach einem bestimmten Suchwort gesucht oder sich für eine Seite interessiert haben. Das Bundeskriminalamt zum Beispiel hat mal aufgezeichnet, wer auf seiner eigenen Homepage die Seite über eine kriminelle Gruppe abgerufen hat und dann einfach die Leute nachkontrolliert in der Hoffnung, dass da die Verantwortlichen dabei seien, hat aber dann hauptsächlich Journalisten und Universitätsangehörige identifiziert, die eben aus Recherchezwecken auch sich für die Seite interessiert haben. Und es kann nicht sein, dass man in Verdacht gerät, einfach deswegen, weil man sich für etwas interessiert oder was gelesen hat. Da wäre die Freiheit des Internets in Gefahr. Soweit Patrick Breyer, Landtagsabgeordneter der schleswig-holsteinischen Piratenpartei zum neuen Gesetz zur Telekommunikationsbestandsdatenabfrage, das am 1. Juli in Kraft tritt. Mehr Infos zur Verfassungsklage, bei der ihr euch noch anschließen könnt, gibt es unter stopp-bda.de.